Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mehr Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam wieder Nerdy Girl 2 spielen. Da geht es darum, als Mädel, die ein bisschen unsportlich ist, ihren Schwarm Scott, einem Footballspieler, für sich zu gewinnen. Wir haben bislang, glaube ich, Sport gemacht. Wir haben uns einer Gesichtsbehandlung unterzogen und jetzt geht es ums Schminken. Finde ich ein bisschen seltsam auf jeden Fall die App. Wir spielen hier einfach mal weiter und gucken mal, was uns noch so erwartet. Es geht hauptsächlich darum, sich für jemand anderes zu verändern. Aber sie kennt Scott noch nicht mal. So, was kriegt sie jetzt? Say goodbye to eyeglasses. Ah, okay. Sie kriegt jetzt, glaube ich, Kontaktlinsen. Nur wie kann ich ihr das aufs Auge tun? Grüne Augen sind doch schön. Ah, okay. Blaue Augen. Okay, wie geht's weiter? Was ist das? Ah, okay, das scheint Lipgloss oder so zu sein. Jetzt können wir ihr die Lippen umranden. Die sind ja viel größer als ihre eigenen. Und dann das Ganze mit Lippenstift ausmalen. Voll seltsam. Okay, haben wir jetzt alles getroffen? Ich hoffe. Ach nee, ich glaube nicht. Nochmal. Das war, glaube ich, noch nicht alles. Achso, jetzt müssen wir das wieder von vorne machen. Ich dachte, man könnte da nochmal einfach ansetzen. So, jetzt Lippenstift drauf. Und ich glaube, das hier ist Lipgloss. Einfach alles oben drüber. Zentimeter dick schminken, kein Problem. So, das haben wir jetzt auch fertig. Das sieht ja echt komisch aus. Bisschen künstlich. So. Cat Eyes or Puppy Eyes? Katzenaugen oder Hundeaugen? Das ist jetzt hier die Frage. Weder noch. Wie wär's, wenn sie... Oha! Das sieht ja echt heftig aus. Was ist, wenn ich das... Irgendwie gefällt mir rosa ein bisschen besser als blau. Okay, jetzt geht's um Mascara. Ihre Wimpern sind doch, glaube ich, schon getuscht. Nehmen wir die. Jetzt sieht sie ein bisschen aus wie, ja, wie so eine Puppe oder so. Okay, ich glaube, wir sind mit unserem Make-up fertig. Alles andere wäre kostenpflichtig. Wir gehen wieder zurück zu dem Hauptmenü. Schließen das Ganze wieder mal mit 2 Herzen ab. 3 Herzen kriegen wir wahrscheinlich nur, wenn wir auch Sachen kaufen zu der App. Okay, und sind jetzt in Level 4. Um das zu spielen, müssen wir uns eben ganz kurz eine Werbung anschauen. Das überspringen wir auf jeden Fall. So. Oh no, the clock is ticking. Where are my cheerleading uniforms? Jetzt braucht sie ihre Cheerleader-Uniform. Alles rein in die Tasche. Ihre Pompoms, so heißen die, glaube ich. Und jetzt müssen wir ihr noch das alles anziehen. Best hairstyle ever. This one is cute. Yeah, yeah, yeah. Socken. Hurry up. Hurry up. Und, okay, die Schuhe müsste man, glaube ich, wiederholen. Das überspringen wir einfach. Wahrscheinlich wieder 2 Herzen, wie immer. Genau. Und ich glaube, dann müssen wir uns sogar schon wieder eine Werbung angucken. Das finde ich immer ein bisschen schade, weil das immer so das Spiel unterbricht. Okay, weiter geht's mit Level Nummer 5. Seeing Scott gives me butterflies in my tummy. I can't help to look at him. Oh my god. He is staring at me too. Okay, angeblich hat Scott sie jetzt wahrgenommen bei dem Training und sie ist ganz aufgeregt und hat Schmetterlinge im Bauch. Und wir starten jetzt mal.
mit dem Training. Oh, wo fliege ich hin? Achso, die muss ich hier einsammeln. Das ist ja echt... Ich bin, glaube ich, schon Kilometer hoch. Ich bin eine Art Flugzeug. Die Sterne habe ich aber bislang, glaube ich, gar nicht eingesammelt. Ah, mit den Sternen komme ich noch höher. Ich fliege ja echt... Ich bin ja ein Vogel hier. Nichts für Leute mit Höhenangst. Ich meine, ich weiß ja, dass man als Chili da schon durch die Luft gewirbelt wird. Aber so hoch? Oh, ich stürze ab. Und da ist Scott. Und jetzt bekommt sie eine Rose von ihm. Und er möchte mit ihr auf ein Date gehen, zu einer Party. Ist vielleicht auch eine weitere App, die man downloaden muss. Oh, wir haben diesmal sogar 3 Herzen bekommen. Wie kommt das? Ich glaube, wir haben das Spiel damit abgeschlossen, weil ich denke, es geht dann in die Fortsetzung. Wenn ihr das sehen möchtet, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, Nerdy Girl 2, dann Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich auch noch gerne den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen klicken, drücken, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao!